Ich stehe wieder in deiner Schuld. Hier, deine Belohnung. Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr, das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Allein schaffe ich's nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht. Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000. Dein Ernst, Claude? 5000? Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat. Die Leute verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne. Aber ich bin nicht immer da, weißt du? Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Warum hat er das jetzt gemacht? Der Gottesknecht des Mammons. Aber eigentlich könnt ihr Kinder ja auch nichts dafür in dieser Welt. Ich darf noch nicht aufgeben. Das war wirklich daneben von dir. Allerdings, ich muss zugeben, dass ihn das angespaut hat. Wahrscheinlich hat er das deshalb gemacht. Claude. Ah, habt ihr mich erschreckt? Du standst doch hinter uns. Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! Ach, da war einer von denen. Die stehen einfach immer da, wo ich damit nicht rechne. Warum nach euch suchen? Da ist noch eins. Na du? Wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße. Das klingt doch gut. Das hast du sehr gut gemacht. Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Furia etwa sauer? Auweia, aber das war doch keine Absicht. Hat denn niemand von euch eine Uhr? Ist ja schlimm. Moment. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich hab da ja noch was für dich. Ich konnte wieder neue Materie. Yay. Magische Verkettung. Effizientes Blocken. Ich kaufe einfach alles mal. Obwohl ich eh kaum blocke oder gar nicht sogar. Aber ich wollte mich ja an Shiva versuchen. 7 von 9. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Müsste er dann jetzt nicht da im Real Life mit seinem Schwert rumhantieren? Wo die ganzen Leute rumlaufen? Reduziert, wie zu erwarten. Warum nehme ich eigentlich nicht Feuerer?
Hui. Das macht einiges bei ihr. Logisch. Eine eiselementare Esper, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation der Königin, die die Wunden des Planeten mit dem Eis geheilt hat, das am nördlichen Pol noch immer den Planeten bedeckt. Wirksam Feuer, immun gegen das und das und das und das, absorbiert Eis. Statistik besiegt 0, analysiert, geschockt, Schwäche ausgenutzt. Ich kann auch jemanden beschwören, zumindest gleich. Eiszapfenhaken. Nicht übertreiben. Aeris kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du im Kampf Viereck gedrückt hältst, führt sie eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Bin ich jetzt dran? Bin ich dazu kommen? Moment, keiner hat Ifrit, kacke. Wer hat denn, wen hab ich? Ich hab, glaube ich, Barrett Ifrit gegeben, ne? Hol mal Kaktor. Schön, dass du da Tausend Stachel, natürlich. Hau drauf, Kaktor. Nicht jetzt? Okay, jetzt ist er aber schockiert. Und er knattert ordentlich drauf. Und ich weiß, das klang jetzt auch sehr falsch. Oh, Limits, jawohl. Schnell. Besen, Besen, Salz gewesen. Erst ein Esper-Kampf gewonnen. Okay, das haben wir jetzt Shiva. Das war hervorragend. Die Synthese der Shiva-Materia ist abgeschlossen. Hier, bitte. Die Materia gehört nun dir. Das Lächeln der Eiskönigin passt ausgezeichnet zu dir, Cloud. Bewahre die Materia bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Es passt gut zu mir. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Weißt du was, mein Freund? Ich weiß halt Barrett, ne? Ich sehe es gerade zwar nicht, aber ich gebe ihm Shiva. So, ich muss noch die Kinder finden. Die zwei, die noch fehlen, oder drei? Sag mal, geh mir aus dem Weg. Ja, es gibt eine neue Marke mit dem Du bist doch der Alleskönner, oder? Hä? Ich finde dich super. Wieso führt es mich dann erst dahin? Wer ist dieser Kerl? Das hat dich nicht zu interessieren. Hi, was darf sein? Müssen wir hier jetzt mal alles durchsuchen? Die Slum-Bewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt wegen der Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ich bin beeindruckt. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof!
Soldat. Willst du dir die Geschichte dann, etwa auch anhören? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Glaubst du, das stimmt? Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja. Der Unterricht bei Fräulein Foria. Ich muss los. Das sind alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Fein, alle da. Wenn ich meinen eigenen Laden... Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud kann ihn bestimmt besiegen. Cloud kann alles besiegen. Das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen wir dort bestimmt nie wieder spielen. Das geht nicht. Das ist doch unser Stützpunkt und gehört allen Kindern. Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit 3 Gil? Für 3 Gil vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind er ist ja doch lieb. Hat er doch eine liebe Seite. Das wird eine quakige Sache. Kann ich aber bei dir, glaube ich, wieder was einlösen. Ich habe 5, sehr schön. Tiefer. Kupo, ich habe schon ordentlich viele Medaillen gesammelt. Jetzt kann ich noch mehr Menschen glücklich machen. Wenn es wie beim Mock ist, dann gehen jetzt unsere Wünsche in Erfüllung und wir leben Glück. Nicht nur ihr. Da hast du dir aber was vor. Es gibt einige fanatische Medaillensammler. Wenn ich viele Medaillen verkaufe, und dann kennen sich meine Freunde auch, was bald werden alle hier... Das ist ein schöner... Ich gebe euch natürlich eine... Und wenn wir die Medaillen einfach selbst... Das wäre... Zähle ich mit von euch. Einen großen Plan solltest du... Danke, Kupo. Ich werde meinen Traum schon irgendwann erfüllen. Hier drüben bin ich. Ha! Der findet mich nicht. Na dann, rein da. Den Krötrich schnapp ich mir. Das ist mein Job. Aber euch doch nicht. Es ist Zielbereich, wahrscheinlich hier unten. Sieht sehr nach Bossgelände aus. Du kannst doch wohl da runterspringen. Och, Kerl. Bleib zurück. Ihr seid mir jetzt gerade ziemlich Boss. Oder auch nicht. Oh. Weglaufen ist hier wohl nicht. Bring wir's hinter uns. Verzieh dich. Genug. Keine Grund. Wende Spezialfertigkeiten bei Gegnern im Schockzustand an. Und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Hä? Das mache ich doch die ganze Zeit. Wenn sie im Schockzustand sind, mache ich Spezialfertigkeiten. Ich bin verwirrt. Wie so oft. I'm just confused. Wer wagt es? Kümmer dich nicht drum, komm weiter. Oh, oh. Geht natürlich mal wieder nicht. Oh, Mensch.
Keine kommen! Na dann? Volle Konzentration! Fertigkeiten. Es ist nicht sowas. Kriegt gleich ein Fieber ins Gesicht, das wisst ihr, ne? Wenn ich denn mal dürfte. Beschwören Balken geht ja wohl nicht nach oben. Darf ich hier nicht. Nee, Limit, egal. Dann halt so. Es ist vollbracht. Hast du den Krötenkönig besiegt? Klar. Wie gesagt, Kinderspiel. Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen. Danke, Cloud. Hier, der Schatz, den wir dir versprochen haben, der ist ganz sicher 3 Gil wert. Nagelkeule ist schwer. Arbeit, dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Jawohl, Fräulein Furia. Vielen Dank, dass ihr euch um den Krötenkönig gekümmert habt. Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen, so gut es geht. Klingt anstrengend. Das steht wohl außer Frage. Aber ich will für sie da sein, sie unterstützen und ihnen Liebe schenken. Bis zu dem Tag, an dem sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass sie sich hier geborgen fühlen, geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Oh, toll. Ich habe vom Besten gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix okay. Ist. Oh, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, Sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Sollte sie nicht da reingehen? Interessiert mich nicht. Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt und du darfst jetzt bei du weißt schon was mitmachen. Geh doch noch mal zu unserem Geheimversteck, Cloud. Ein verifizierter Held. Ich glaube, ich weiß, was das war. Aber sie sollte doch jetzt eigentlich vorne reingehen für den Unterricht. Wahrscheinlich kann ich jetzt die Minispiele machen, die Kisten zerschmettern und so. Wir konnten eine ganze Weile nicht mehr Kistenkrieg spielen. Aber jetzt geht es wieder los. Das verdanken wir dir.
Übrigens, vor dem Bürgerhaus sitzt ein alter Mann, der traurig aussieht. Er sagt, er sucht einen Alleskönner. Hier gibt's viele Probleme, die wir Kinder nicht lösen können. Wäre toll, wenn uns hilft. Cloud, geh doch bitte schneller. Hey! Hey, Cloud! Du kommst gerade richtig! Wir spielen nämlich Kistenkrieg! Wer die meisten Kisten zerstören kann, wird zum Helden unseres Geheimverstecks gekürt. Eigentlich dürfen ja nur Kinder mitspielen. Aber dich lassen wir ausnahmsweise mitmachen. Meinst du, dass ich das Zeug dazu habe? Trostpreis. Mogrim-Medaille bei 10.000 Elixier, 20.000 Mondsichel-Talisman, 30.000 magisches Zahnrad. Erstmal nicht. Ach, schade. Ich wollte doch sehen, wie viele Kisten ein Soldat. Ich komme nochmal auf dich zurück. Geh doch einfach darum. Du verschwendest meine Zeit, Cloud. Kurz um Verzeihung bitten. Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums. Und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer. Wenn möglich, würde ich denn Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen der Leute sichern kann. So viel steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist, seit sich herumgesprochen hat, dass ich... Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen... Egal, was es ist. Ich will einfach alles über den Rat... Ja. Du willst wissen, ob er bestiehlt nie... Mit dir wollte ich gar nicht reden. Aber wenn du neugierig bist, sprich doch einmal mit mir. Tango auf Tears erhalten. Tiddle-di-di-di-di-di-di. Guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aaron. Mireille. Ich hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Der könnte nützlich sein. Ich hab schon von dir gehört und jetzt. Ja, ich muss dich aber leider wegdrücken. Genauso wie vieles andere hier. Wache Engel des Lams. Gut, denn bevor hier OBS wieder ein neues Video anfängt, möchte ich hier erstmal wieder beenden. Und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal bei Final Fantasy VII Remake. Bis dann.